Ja, wahrscheinlich am weitesten verbreitete oder am meisten genutzte und typischste Plot ist der XY-Scatterplot. Und in so einem XY-Scatterplot hat man zwei Achsen, X und Y, und typischerweise eine Tabelle mit Daten, vielleicht Magnesium und Silizium, in denen irgendwelche Werte stehen, 40, 30 und so weiter, 20, 25 und so weiter. Und diese Daten werden dann in diesem Scatterplot dargestellt. Also das Charakteristische dafür ist zwei Spalten, eine Spalte, noch eine Spalte und die gegeneinander in den Achsen plotten. Dann hat man diesen XY-Scatterplot. Und ich will da gerade nochmal ein paar Beispiele dazu machen. Einmal habe ich hier die Matbase aufgerufen und wähle hier jetzt zum Beispiel auf den CR-Clan. Und dann kann ich hier unten auswählen bei Elementen, dass ich, ich nehme hier mal Elemente und stelle dann da von mir aus Aluminium, wie es hier ist, gegen Calcium und plotte das. Und dann habe ich auf der Y-Achse Calcium und auf der X-Achse jetzt nicht Calcium, sondern Aluminium-Calcium, weil ich hier Aluminium durch Calcium teile. Geht auch. Es ist egal, ob das jetzt hier, also ich kann auch hier wieder 1 schreiben, dann hat man nur Aluminium. Spielt keine Rolle, ob man jetzt Aluminium durch Calcium hat oder Aluminium. Es ist beides mal ein Wert, praktisch eine Spalte. Und dieser Wert oder dieses Calcium durch Aluminium oder nur Aluminium wird dann gegen das Calcium geplottet. Ich kann ja auch ganz andere Sachen nehmen. Ich kann ja auch zum Beispiel Olivin-Ferrosilit-Gehalt gegen den Pyroxen-Ferrosilit-Gehalt plotten. Das sind schon in gewisser Weise etwas prozessierte Daten, ist aber auch egal. Im Grunde genommen wieder zwei Datensätze, einmal Pyroxen-Ferrosilit, Olivin-Ferrosilit-Gehalt, die werden gegeneinander geplottet, dann hat man diesen XY-Scatterplot. Oder noch andere Beispiele, natürlich kann ich auch Isotopen nehmen, irgendwelche, zum Beispiel Chromisotope gegen Titanisotope, kann die plotten. Oder ein Sauerstoff-3-Isotopendiagramm, wo dann hier Delta 18, 16O gegen Delta 17, 16O geplottet wird. Auch das sind zwei Datensätze, die gegeneinander geplottet werden. So ein bisschen, wenn man es ganz genau nimmt, vielleicht grenzwertig, aber wahrscheinlich auch noch ein eher Scatterplot, ist, wenn man so eine Häufigkeit von irgendwelchen Elementen gegen deren Kondensationstemperatur plottet. Da hat man hier auch die Temperatur als einen Datensatz von 400 bis 1800 Kelvin gegen eben eine in dem Fall normierte Häufigkeit, aber auch eine Art von Scatterplot oder auch das wäre ein Scatterplot, wo man die Inklination von Asteroiden hat und die gegen den Abstand von der Sonne plottet. Also sobald man zwei Datensätze hat, die man gegeneinander plottet, hat man einen Scatterplot.